Hallihallo, Hallöchen. Zurück zu Let's Play World of Tanks. In World of Tanks. Ja, wir zocken heute mal den T6er der Japaner und weiter geht's mit dem Projekt Japaner. Und in diesem Projekt, wer das Projekt noch nicht kennt, werde ich die Japaner möglichst bis zum 10er durchspielen. Und ja, bin derzeit beim T6er. Den fahre ich jetzt noch Stock, also die. Was heißt Stock? Ich habe die Funke schon ausgewählt, wobei die Funke hat man halt schon durch den Fünfer. Daher nehme ich jetzt nicht die kleinste Funke mit. Ich habe nämlich im letzten Video gefragt, wie soll ich das machen? Wie wollt ihr das? Mit dem Video soll ich irgendwie ein Video vom mittleren, wo eigentlich schon fast alles ausgebaut ist, und eins vom Full Upgrade, oder wie wollt ihr das? Und da kam ein Vorschlag, der hat mir sehr gut gefallen. Und zwar der Vorschlag war, mach eins mit Stock, eins Mittel und Voll. Ob ich das tatsächlich so mache, weiß ich noch nicht. Also so Stock will ich gerne machen, weil das zeigt dem Panzer, wie der Stock ist, was sehr interessant ist. Und eventuell dieses Mittel lasse ich vielleicht weg, sondern dann nur Full Upgrade. Weil, ja, drei Videos pro Panzer ist ein bisschen viel. Es werden natürlich auch Normalvideos zwischendurch kommen, weil ich schaffe das nicht. Ich habe zwar Ferien zur Zeit, aber ich schaffe es nicht, die Panzer so zu leveln, dass ich ja andauernd diesen neuen Panzer, den nächsten Panzer habe. Das schaffe ich nicht. Aber ich tue mein Bestes und hoffe, das Projekt gefällt euch. War auch übrigens ein Wunsch, dass ich mal sowas mache. Und ja, Chito, ein Panzer, der mir, ich weiß es nicht. Er gefällt mir an sich. Nur es muss irgendwie passen, das Match muss passen. Und naja, wann macht das Match mal das, was man will? Ja, kennt ihr ja sicher. An sich, hier wie gesagt, Stock-Zustand außer Funke. Da habe ich die vorletzte. Kanone ist die vom Chinokai oder vom Chinu. Fällt mir so lahm. Und ja, 12 Premium-Schuss dabei. Ich wollte eigentlich 15 mitnehmen. Die sind übrigens, werden oft benutzt bei mir. Weil das ist das Problem, was ich bei dem sehe, weil er im Stock-Zustand blöd ist. Und zwar, da ist das Problem, der kommt sehr gern Tier 8. Und da muss man dann, wie gesagt, halt echt schon eine Map haben, wo man ja wirklich stark flankieren kann. Das gibt es nicht immer. Da sehen wir gerade übrigens einen anderen Chito. Der hat 820 HP, das sind 80 HP mehr, das ist schon echt viel. Und das ist dann wahrscheinlich mit dem Turm. Übrigens auch ein Problem, KV1S, wenn er drauf schießt, fast maximal Schaden macht, ist man da schon mal ordentlich demoliert. Außerdem ist es Teil grottig lahm. Und frontal, wie gesagt, kann man nicht wirklich spielen. Alter, was will eigentlich dieser M3 Lee? So, was macht für mich Markierer? Ich dann mal sofort denke, ah, da ist ein Gegner irgendwo. Meine Instinkte sagen mir das. Aber ansonsten, so also für T6 finde ich ihn eigentlich ganz okay. Wobei KV1S zu penetrieren ist auch schon echt schwierig mit dem Teil. Hat halt leider nur 124 Durchschlag. Wobei das. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich dabei ich nicht so aus. T6er fahre ich nicht so oft. Beim T7er ist der Tiger ja mit seinen 200 Penetration einsame Spitze. Abgesehen von TDs. Mal sehen, ob wir hier umkommen. Fuck. Ja, deswegen sollte man nicht beim Fahren schießen. Genius. Ja, da komme ich übrigens trotzdem nicht durch. Also frontal komme ich nicht. Tut mir leid, wenn da jemand knallt. Das ist schlimm, weißt du? Das ist ein Tag nach Silvester und die Leute können nicht aufhören. Bitte knallen wir jetzt nicht in den Turm. Danke. So, jetzt hätten wir hier sehr gut flankieren können. Leider hauen die schon ab. Schade. Hätte ja klappen können. Alter! Haben die nichts Besseres zu tun? Tut mir leid. Tut mir leid, aber das muss jetzt. Oh, beim Turm kommen wir natürlich nicht durch. Das ist etwas problematischer. Das ist es halt. Die Durchschlagskraft ist halt nicht so ganz überragend. Frage mich, ob der mich sieht. Ja, bitte. Aber wir haben ihn angezündet und wenn er keinen Feuerlöscher hat, haben wir schon mal für die Runde ausgesorgt.
wie es ausschaut, hatte er aber ein Feuerlöscher dabei oder eine gute Crew und meine Kollegen schießen weg. Mann. Da ist ein Chito, den man gleich abschießen kann. Oder halt doch. Na. Oh! Hätte ich nicht gedacht, dass ich ihn treffe. Schade. Auf uns wurde gerade schon wild gefeuert. Ist das, was ich übrigens auch cool finde, wenn man hier hochfahren könnte. Ich hoffe, das kommt auch mit der Helfer, weil es ist irgendwie, finde ich, nur realistisch, wenn man hier. Weil, ich meine, das würden die Ketten würden sich ja theoretisch hoch. Weißt du? Würden sich ja so hoch. Keine Ahnung, wie man das nennt. Hochschieben. Wird ja eigentlich funktionieren. Ah, er macht das schon, okay. Joa. Ansonsten, wie gesagt, wenn man flankieren kann, ist das Teil eigentlich echt super. Nicht ganz so schnell, ist ein bisschen heavy, Medium-Mischmasch. Gefällt mir aber ziemlich gut. So, diese 100 wird da jetzt nicht zum M6 wahrscheinlich vorfahren. Die wird da wahrscheinlich hier stehen beim darauf schießen, so. Kommt die jetzt hier hoch? Ah, da ist sie. Fahre ich hier trotzdem mal rüber. Ups, ups, ups. Ich muss mal den Damage Indicator anpassen, sehe ich gerade. Weil der zeigt mir hier kein Falldamage an. Das finde ich nicht so praktisch. Ich finde es nämlich ganz gut, wenn ich Falldamage angezeigt bekomme. Fuck. Die macht mich übrigens tot. Ja, dafür ist das Premium natürlich unnötig. Unnötig. Nein, nicht getroffen. Aber wir halten auch zwei Schüsse aus. Aber das Problem ist, wenn ich brauche nur zwei Schüsse für den, ich mache keine 200 Schaden. Deswegen warten wir das Ganze einfach ab, bevor wir jetzt hier noch sterben. Genauso wie wenn ich auf anderen, wenn ich schon tot bin und auf anderen Leuten bin, sehe ich nicht, wie die kassieren von wem. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen blöd. Das war eine andere Version irgendwie drin. Ist jetzt nicht mehr drin. Muss ich den Mod-Ersteller mal fragen. 4 HP. Uiuiuiui. Da wird er sich aber nicht freuen, die Elkett. Nicht down bekommen jetzt. Fällt natürlich auch nicht. Okay, fällt nicht gar nicht rein. Ja, jetzt ist er. GG Team. Schöne Runde. Muss man sagen, muss man sagen. Übrigens mal 5, stimmt. Yay, 3000. Das ist echt. Was? Klar, 800 Damage ist jetzt nicht so viel, aber. So wenig? Finde ich jetzt echt etwas blöd, weil das war ein. Es ist. Ja, ist ein verkacktes mal 5, könnte man sagen. Der hat auch nur 100 mehr, aber 500 mehr weniger Damage. Aber okay. Ich habe natürlich auch keinen Kill, die haben alle Kills. Das zählt natürlich auch einiges. Finde ich meiner Meinung nach zu viel zählt das, aber naja. So machen. Fürs Kettenbeschädigen XP weg. Naja, 170, ja, das war schon eine echt scheiß Runde. Ich hätte wenigstens mit 5000 gerechnet. Oder 4500. Wobei ich bin ja eigentlich froh, dass ich den habe. Ich habe gestern nämlich verzweifelterweise versucht, diesen Panzer zu doublen. Es hat einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich auch irgendwie einen Strong Pluton geholt. Und dann hat's geklappt. Aber generell war gestern nicht ganz so gut von der Siegkarte. Es geht jetzt, ging jetzt hier. Ich bin, hab mir gestern gesagt, nee, alleine fahren hat keinen Sinn mehr. Hab mir dann halt, wie gesagt, Strong Player geholt. Und damit hat das dann geklappt eigentlich ganz gut. Da haben wir nämlich auch gestern schon 5000 XP gemacht, Free XP. Und ich bin knappe 10 Panzer gefahren. Also das war. Also war natürlich, es waren Hammerrunden. Also es waren richtige Hammerrunden. Da hätte ich echt gedacht, wenn das jemand so sieht, der denkt wahrscheinlich, wir hätten uns abgesprochen.
weil zu zweit echt schön Ella Luff komplett den Sieg verursacht, sonst hätten wir es verloren, weil wir gecapped haben zu zweit. Die Gegner haben es nicht ganz geschafft zu uns, weil das ganze Team war halt schon fast tot. Das war eigentlich tot. Naja, 14.000 XP, jetzt können wir was erforschen. Leider nicht genug für Ketten, Turm und Wumme. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob der Turm mit dem Dingens funktioniert. Ob die Kanone mit dem Turm funktioniert. Erstmal die Ketten auf jeden Fall, weil der hat nicht genügend Trag. Last, kann man das Traglast sagen? Ich weiß es nicht. Hier, das ist jetzt gerade mal 25. Ja, 32 Tonnen schwer. Dreht auch schneller. Jetzt haben wir 35 Tonnen. Und das reicht doch, denke ich mal, aus. Ist jetzt die Frage, kann man, stand da nicht früher was mit Turm? Kompatibel mit Fahrzeug, aber ich. Sorry. Ich will nicht wissen, dass es mit dem Fahrzeug kompatibel ist. Ich will eigentlich wissen, dass es mit dem Turm. Hier ist der Durchschlag natürlich schon ein bisschen besser. Der ist dann. Das so hoch ist der Durchschnitt wie mit der 7,5er hier mit Premium. Kurz mal zeigen. Bisschen höherer Schaden. Ansonsten nicht viel anders. Die Wumme hat übrigens der Tier 6er auch nur mit einem Magazin. Ja, das ist nämlich das Problem, was ich bei dem sehe. Das sind 155 Durchschlag ist für Tier 7 nicht ganz so viel. Also wenn man mal überlegt, dass der Tier mit seiner dicken Wumme 200 hat. Und er hier nicht mal 200 mit Penetration. Mit Premium. Granaten. Boah, aber dafür drei Granaten muss man gucken. Ich denke, da kann man aber trotzdem gut laden. Also, was heißt laden? Umkreisen, also flankieren. Finde ich übrigens auch gut. Es scheint, ich weiß nicht, ob es neu ist. Ich glaube, es ist neu. Hier steht nämlich jetzt Dauer für vollständiges Nachladen. Sekunde, ach so, ich dachte schon, hey, S. Was meint der? Ja, 10 Sekunden, ein Schuss, also eine Sekunde zwischen den Schüssen, das heißt, duff, eins, duff, eins, duff, eins, oder laden. Es ist schon eine Hammerkanone, finde ich. Das ist echt schon nice. Ich fand die auch im Testserver, ich fand den Panzer genial. Ich fand ihn genial. Hatte aber auch das Glück, in Tier 7 dazu kommen. Und in Tier 9er, denke ich mal, ist das Teil einfach nur verloren. Außer man kann halt echt stark flankieren. Aber das kommt halt irgendwie ein bisschen immer auf die Map an. Ich gucke jetzt einfach, ob ich das Teil benutzen kann. Hoffentlich. Yes! Yes! Schön. Jetzt haben wir die dicke Kanone drauf. Nehmen wir 15 Schuss Premium mit. Ach, das ist jetzt sogar die gleiche Munition. Okay. Schön. Musste ich nicht alles neu bezahlen. Ja, jetzt haben wir die Kanone ohne Turm. Turm bringt dann nochmal HP mehr. Ansonsten nichts. Vielleicht Sichtweite. Nee, das auch nicht. What? Okay, ist schwerer, ist schwerer. Muss man ja auch sagen, desto schwerer man ist, desto Rammschaden macht man an einem Hellcat. Ja, den Turm muss ich oder so erforschen. Den Motor würde ich eigentlich auch noch ganz gerne abforschen. Ich würde die sowieso gerne Elite fahren. Gerade während des Events. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie lange das jetzt noch ist. Ich glaube noch übermorgen, morgen. Auf zu 7, nee. Neueres Rabatte. Steht hier nicht drin. Warum steht mal 5 hier nicht drin? Oder sehe ich das gerade? Nee, das ist nicht. Ist nicht drinne. Schade. Ist auf jeden Fall auch noch morgen. Übermorgen weiß ich nicht, aber ich glaube morgen schon. 3 Tage meine ich. Ja, dann wird es morgen noch sein. Ich weiß es nicht. Ich guck mal kurz. Weil ich bin mir echt nicht sicher. Ja, hinterher ist das bis morgen, aber 5 Uhr. Sprich, nur diese Nacht. Kann man das glaube ich auch nicht nutzen. So, mal 5. 31. bis 2. Schade. Ja, es ist scheinbar doch nicht morgen noch. Also, morgen immer ein Tag. Das ist heute das letzte Mal, wo man mal 5 abnimmt. Ich
Außer ich habe das jetzt nochmal verwechselt, aber ich meine nicht, weil hier steht, 31. bis 2. und dann alle Boni gelten am Startdatum ab 6.10 Uhr und enden, wenn der nächste beginnt. Und der nächste beginnt dann am 2.4. Also genau, anhängt mit Mannschaftserfahrung. Sprich, es endet dann um 6.10 Uhr. Und das Problem ist, dadurch geht ein ganzes Mal 5 verloren. Weil am zweiten, das ist unnötig, das zweite könnte ich nutzen. Weil früher waren die Dailies resettet um 2 Uhr, dann konnten die mitnehmen. Aber das war ja unfair für alle Player, die nicht spielen konnten. Was ich nicht verstehe, weil. Ja, es ist auch unfair, wenn er einen scheiß PC hat. Trotzdem wird da nichts gemacht. Außer ich habe den Grund jetzt echt irgendwie verpasst. Ich meine, es war der Grund irgendwie so. Oder einer der Gründe. Finde ich auf jeden Fall nicht wirklich ein Argument. Naja. Das heißt. Heute im Stream werden wir da noch ganz alle noch abfahren. Und ich hoffe, der Stream beginnt pünktlich. Ich kann es nicht hundertprozentig bestätigen, weil ich hatte einen Freund hier, der war ein bisschen. Nee, der war nicht. Das war ein bisschen problematisch mit dem Aufnehmen dann. Und wir haben lange gepennt, weil wir lange gemacht haben. Und ja, außerdem gibt es noch ein extra etwas, worauf ich mich echt schön freue. Und das seht ihr, denke ich, mal morgen. Ansonsten, wie gesagt, 20 Uhr, 21 Uhr Stream auf Twitch, Link in der Beschreibung. Und da gibt's dann, werde ich alle mal 5 erfahren, die ich schaffe. Soweit gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sorry für die Knaller, kann ich nichts für. Falls es dir trotzdem gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Und tüdelü.